machen jetzt einmal die Einbrandtechnik, die natürlich anders zu bewerten ist von der Güte als zwei Phasen mit Texturmasse. Aber jetzt gibt es eine Möglichkeit, das ganz einfach zu machen. Dazu nehme ich einmal komplett den Zahn, bringe ich in die Glasurmasse. Wir hüllen den Zahn ein mit Glasurmasse. Es gibt jetzt diesen Ansatz, den Sebastian auch beschrieben hat, Glasurmasse drauf. Und jetzt gehen wir so ein bisschen von mir aus in die A-Farbe. Man stippt jetzt hier die A-Farbe oder von mir aus auch zervikal oder eine Mischung aus A und zervikal. Man massiert quasi die Malfarbe in die Glasur rein. Jetzt verschmilzt die Farbe mit der Glasurmasse. Ein bisschen violett. Wurzeln sind ja häufig so transluzent grün. Könnte man auch gut mit der C-Farbe machen. Jetzt kriegt Sebastian Cornelissen seine Tiefe. Okay? Im bukalen Sektor. Dazu nehmen wir das Dunkelgrau. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Violett. Okay, jetzt machen wir Fissur. Ich habe jetzt so in der Zentralfissur ein bisschen Fissur gesetzt. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Genuss. Wir können jetzt der Spitze noch einen draufsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier mit Retius einen kleinen Höckergradstopp setzen. Einen weißlichen Effekt. Malfarbe und anschließend Glasur und Textur.